Hä? Hm? Ah? Hilfe? Macht hier gerade. Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind hier in einem Schrein, wo wir. Da steht nicht nur Verteidigung. Na? Okay, verstehe. Der hat unser Schild übrigens gerade gekillt. Ach so, dafür brauchen wir das. Kiste? Ja. Funktioniert das doch auch, oder? Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber reicht ja auch so. Das Schild geht hier gleich Schrott. Das Schwert. So, wir haben hier ein paar Raketen. Wir haben ein Raketenschild, ne? Was liegt denn da hinten? Noch mehr Raketen. Aktiviert sich nicht. Schade. Ja, aber ich weiß, was wir, glaube ich, tun müssen. Und zwar... Ach so, wir können das einfach mitnehmen. So, oh, wie geil. Hä, wie witzig. Geht das dann auch kaputt? Nee, es bleibt neu. Das ist ja mega geil eigentlich. Da ist ein verrostetes Schild dran, okay. Aber dann würde ich doch sagen, hole ich mir meinen... Kombiniere das auch noch damit. Dann haben wir zwei geile Schilde. Zwei geile Schilde sind gut. Dann machen wir noch eine Kombination. Oh, hier sind ganz viele Schilde noch. Schildtasche ist voll. Ach ja, ich habe nicht so eine große Schildtasche. Ja, dann Steinplattenschild. Ja, komm. Ihr werdet sehen, wofür wir das jetzt brauchen.
Und zwar dafür. Erstmal nach oben gucken. Whee! Cool, ne? Ich habe übrigens gar keine Kiste. Ah doch. Ich habe nicht nach den Kisten geguckt, aber easy peasy. Ich finde das ziemlich geil mit dem, aber... Oh, das Schild wurde nicht zerstört. Ich dachte, das Schild wird instant zerstört, wenn die Rakete aufgebraucht ist. Ah, okay. Dann ist das nur damals passiert, weil mein Schild schwach war vielleicht. Weil damals habe ich das schon probiert und... Also im Offscreen-Mode und da ist mein Schild in Schrott gegangen. Und da habe ich mir gedacht, oh, wenn man das benutzt, dann geht das Schild Schrott. Aber okay. Wait, what the fuck? Ach so, das schießt da raus. Ach so, um da hochzukommen wahrscheinlich, ne? Ja. Was anderes, da glaube ich, ist das nicht. So. Eisfrucht. Nehme ich alles sehr gerne mit. Und da haben wir noch einen Gacha. Dann packen wir doch mal unseren Stuff da rein, ne? Stuff? Ah, hier. Ich habe keine Ahnung, was man da so reintun muss. Wo sind denn meine Alpha Constructo whatever? Guck mal, ob das funktioniert. Ah, okay. Es geht nicht mit Sonanium. Eine muss ich entfernen und ein Schwertding. Jetzt kriegen wir 10. Da kriegt man sehr viele Raketen. Das ist cool. Bevor ich mich da hochschieße. Was ist das hier? Ach so. Warte mal. Wo ich mich... Cool. Eine richtig fette Kiste ist hier sogar. Heißluftballon. Okay. Ist das so selten, das Ding? Kriegen wir hier einen Flammenwerfer. So, ja, es ist wirklich nur, um sich da hochzuschießen.
So. Dann lassen wir uns doch mal hochschießen, oder? Juhu! Eine alte Karte! Irgendwo wieder... Oh! Da könnten wir sogar schon hin. Cool. Ich bin irgendwo ganz am Rand. Ah, hier in diesem Lager. Cool, dankeschön. Ich sollte ja übrigens die Karte wieder ändern. Auf den Himmel. Jetzt gucke ich mir noch an, was hier ist. Nix. Da oben ist noch diese eine Insel. Aber dann haben wir diesen oberen Teil ja abgeschlossen, oder? Das heißt, wir können eigentlich nach unten, ne? Zu meinem Freund. Ich gehe erstmal hier hin. Ach so. Hier hat man sich auch mit einer Rakete. Ja, okay. Ich mache mir nochmal ein Flammenwerferschild. Man hätte sich hier tatsächlich so einen Raketenluftballon bauen können. Alpha-Block-Konstrukt. Der hat sogar eine Kiste. Ja, wir können auf jeden Fall gegen den kämpfen. Habe ich kein Problem mit. Aber ich muss mich kurz vorher mal richtig räuspern, weil das nervt. So. Fertig. Ich will das eigentlich nicht immer in der Folge machen. Muss ja nicht sein. So, was für einen Bogen haben wir? Den da, das ist eigentlich okay. Können aber auch den Fünfer nehmen. Wow, ich habe den sogar gehittet. Das ist ja geil. Wir kämpfen mit dem Bockblinkknochen. Okay, er ist schon bald tot. Nice, das war gut mit den Knochen. Nice. Richtig nice. Was können wir denn hier nutzen? Kommt die Rakete hier. Okay. Könnten auch den Pfosten nochmal gönnen. Die fotografieren eigentlich? So. Wir können wieder ein richtig geiles Superschwert bauen. Wir hätten hier ein normales Schwert mit Reiseschwert. Ich will auf jeden Fall was richtig... Das hier. Das werde ich ändern. Wir haben ein starkes Sonaniumschwert. Stimmt. Das hier, starkes Sonanium mit normalem Sonanium, das lösen wir und kombinieren das mit dem Ding hier, weil das wird richtig stark.
22, Alter. Richtig. Und das ist super fast auch. Das ist super fast. Richtig geiles Ding auf jeden Fall. Alpha-Mittelblockhammer-Schwert. Und das Geile ist, es ist immer noch ein Schwert. Das heißt, super zum Fighten und es hält auch lange. Richtig gut. Noch eine Landkarte, lol. Auch wieder da. Oh, da waren wir auch schon. Ich finde das geil mit den Landkarten. So, jetzt haben wir aber wieder unseren Exkurs für die Himmelsinsel abgeschlossen und jetzt gehen wir wieder nach unten. Da, wo wir eigentlich hin wollen, ist nämlich Moment, wo bin ich jetzt hier wieder? Da. Wir sind beim Turm. Und da ist auch ein Schrein. Da ist ein Schrein. Gut, dass es Nacht ist, dann sieht man die Schreine wenigstens gut. Aber okay, da hinten beim... Ah, hier ist ein Krog. Da sind wir doch perfekt gelandet eigentlich. Feier! Verarschen? Toll. Erstmal selbst verbrennen. Ja, das breitet sich dann aus, oder wie? So. Was ist da? Ein bisschen Holz. Ansonsten sehe ich keinen Schrein mehr. Also schreintechnisch was zu finden ist tatsächlich schwierig. Ja, da hinten ist halt einer, aber da fliege ich jetzt eh hin. Warum fliege ich da hin? Weil das das Ornidorf ist. Och nee, schon wieder Blutmond. Ich will auf dem Orni-Ding landen. Was ist das für ein... Was ist das für ein... Ömmel, das da hochgeht. Boah, da hinzukommen ist aber auch nicht gerade einfach, ne? Eieiei. Ausdauertechnisch schwierig. Aber hier ist halt ein hundertprozentiger Krog. Aber wir sind zum Glück da. Das würde der Krog sein, oder? Ja. Ich wusste es. Ja. Jahaha. Hehe. Doing. Was war dieser lange Ömmel, der da hochgeht? Da. Ach, das ist ein Wasserfall einfach. Der von irgendwo da oben runterkommt. Okay. Ja, Blutmond. Lass mich. Ist hier noch was? Sieht nicht so aus, ne? Ich weiß noch, dass in... Man konnte irgendwie dazwischen landen oder so. Hier, ja genau. Ist hier irgendwas? Alles ist tot. Die Musik ist auch so geil, ne? Wenn das Blutmondslicht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben.
und ihr Hass ergießt sich über das Land. Toll. Ich finde die Musik immer so geil, die dazu spielt. Das ist echt nice. Okay, ich sehe aber ansonsten keine Crocs mehr an dem Ice Tower hier. Wir sind tatsächlich Dorf der Orn. Und die Musik. Die Musik ist richtig geil. Und wir haben es geschafft. Part 49. Wir sind im Dorf der Orni. Nice. Dann kann die Hauptstory ja endlich weitergehen. Aber ich hole mir wahrscheinlich erstmal noch einen Arstor-Container. Das geht nämlich nicht. Ritt auf dem Wind. Oh Gott, das wird nervig. Das wird nervig. Das wird auch die ganze Folge brauchen. Oder auch nicht. Ich dachte, man muss vielleicht mit den komischen. Gucken. Weil wenn ich jetzt auf diesem komischen Plattform lande, komme ich ja nicht mehr nach oben, oder? Ach so, ich sinke gar nicht. Ich muss erstmal gucken, wo hier Schatzkisten sind. Seien hier gibt's keine. Doch. Alter Holzbogen, cool. Aber die Energiezelle ist nach oben geflogen, oder? Danke. Krieg ich auch den Bogen noch? Aber die Bögen nehme ich sehr gerne. Weil wir haben nicht so viele. Und einen starken Bogen. Und wir haben super viel Bogenplatz, ne? Okay, die sind zwar nur Stufe 4, aber das ist egal. Wo muss ich eigentlich hin? Da. Ein bisschen wie Flappy Bird hier. Whee! Hello there. Hab ich alles? Das war cool. Ging auch schneller vorbei, als ich gedacht habe. Noch zwei Stück, dann können wir uns sogar ein Herz und ein Ausdauerding holen. Das wäre natürlich noch geil. Loch als alles andere. Regen sind Schritte schwieriger zu hören. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Im Regen ist das schwieriger. Hier ist ein Croc. The fuck? Einfach so random hier hinten versteckt. Doink. So. Hä? Hier ist ein Krämer. Ach, ein Krämerladen. Okay. Ich dachte gerade, was ist das für ein Symbol? Oh, die Musik ist so schön.
Wir sind zwar nicht dem offiziellen Weg gefolgt, um hier hinzukommen, aber egal. Oh, schön. Da ist ein Krog. Und das war ja einfach. Ich weiß nicht, dass auf diesen Inseln auf jeden Fall auch noch Krogs sind. Ja, da ist auch schon einer. Komm, den gehen wir direkt holen. Was steht da hinten? Seht ihr das? Krogrätsel? Krogrätsel. Problem ist jetzt nur, wir müssen uns halt immer wieder zum Schrein teleportieren. Das ist immer der Nachteil. Aber wir erkunden jetzt schnell die Umgebung des Dorfs einfach. In diesem See. Fliegen nur auf die Inseln drauf. Und ja. Danach gucken wir uns an, wie es mit der Story weitergehen soll. Das Ding ist größer, als ich gedacht habe. Ich dachte, da könnte ich jetzt easy hoch, aber das ist gar nicht so einfach. Dann lasse ich das doch erstmal. Ja, ich lasse das mit den Crocs. Verrostete helle Warte. Aber hier ist gar keiner, ne? Ach, guck mal hier. Tag. Ich will noch einen Ausdauercontainer haben. Flomp. Flomp. Ach, die Singviecher wieder. Ah, ja. Wir proben jetzt das Lied. Es ist das Lied von der Himmelsarche. Kenannt? Ich glaube, das sollte ein B sein. Benannt. Wir singen es alle um das Lied. Was? Wir singen es alle um das Dorf vor dem Kataklysmus zu retten. Oh? Willst du es mal hören? Ah. Juhu, es freut uns sehr, dass uns jemand zuhört. Sind alle bereit? In alten Zeiten, vergessen von allen, kam ein Gott aus dem Himmel gefallen. Zusammen mit diesem Himmelskind erschlafften in Hebra alle Winde. Mit dem Wind starb auch das Land, dies wurde Kataklysmus genannt. Des Gottes Sehnen nach Himmelshöhe ließ all vergessen ihr eigenes Weh. Mit vereinter Kraft wurde Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Das Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Die Arche. Das Lied handelt von der Himmelsarche. Wait. Redet der vom Wind-Dungeon? Oder Wind-Titanen, besser gesagt? Von Breath of the Wild?
Damit ist auch was Schlimmes passiert, genau wie jetzt. Die Himmelsarche. Gibt's die wohl wirklich? Okay, ich glaube, das mit dem K ist einfach nur ein Fail. Klar gibt's die wirklich. Papa hat mir erzählt, dass die vom Himmel aus immer über uns wacht. Im Moment können wir wegen des Schneesturms echt ein bisschen Hilfe brauchen. Die meisten von den Erwachsenen sind außerhalb von Dorf unterwegs. Die Kinder müssen sich hier um alles kümmern. Geil. Bis fürs Essen. Okay. Sind die ganz alleine? Wird gemacht. Okay. Das ist ja witzig. Uje, Mine. Oh nein, ich bin so eine Niete. Schon wieder in einem Bett für die Gäste eingeschlafen. Gast, nein, ich schwöre, ich habe nicht geschlafen. Komm im Gasthaus. Im Moment ist niemand hier, erhol dich also. Erstklassige Orni-Down-Bett. Nee, lass mal. Ich muss jetzt nicht ausruhen. Wäre ein bisschen Verschwendung von Rubinen. Okay, die Kinder übernehmen das Dorf. Der Hauptfisch. Hi. Gutes Essen ist A und O für die Gesundheit und Moral. Ich glaube, um diese Worte, darum lerne ich auch, Sachen aus dem Kochbuch zu bereiten. Ausdauerbarsch. Aber du hast keinen Ausdauerbarsch, ne? Die anderen Zutaten habe ich, okay. Ich habe leider keinen Ausdauerbarsch. Wer bist du? Toll, ein Kunde! Frechspatz. Hi! Verkaufen. Kann man hier irgendwas verkaufen? Die Opale sind übrigens genau 30 wert. Guck einfach mal nur so, was wir so haben. Jo, man kann auch diese geilen Rüstungen verkaufen. Kochzutaten, okay. Auf der anderen Seite steht ein Gebäude mit einem großen Pferd. Ah! Das ist ein Stall. Danke! Holzpfeile, Ölflaschen, Ziegenbutter, Rohrzucker. Das ist so crazy, ne? Das ist das Kochbuch wahrscheinlich. Ja. Wir gucken noch mal ganz kurz hier rein. Hast du etwa die Orni-Rüstung? Die Orni-Hose, die haben wir ja schon, ne? Oder? Alte Winterhose haben wir, ne? 1000. Und das kostet 500. Und die kosten 650. Alles klar. Aber die Schneefedern hätte ich am liebsten. Weil die Heiler-Kapuze ist zwar geil, weil die 5er-Schutz hat. Aber dann kann ich nämlich hier die zwei Sachen wieder anziehen. Und als Kapuze theoretisch den das Orni-Ding nehmen. Ich will verkaufen tatsächlich. Ja. Ich verkaufe dir tatsächlich mal ein Rodonit. Oder? Ich mach mal zwei. Anti-Schneefedern. So, dann können wir nämlich die Angriffsboosts ausrüsten und zusätzlich noch Kälteschutz haben. Das ist doch perfekt, oder? Ist so ein zusammengewürfeltes Outfit hier, aber hey. Ja, vom Schutz her, ne, wäre das schon besser eigentlich. Weil wir haben echt nicht viel Schutz. Jetzt haben wir drei Effekte aktiv. Eis, Angriff und schneller klettern. Und wir sind noch gut geschützt.
Aber die Dinger sind echt. Uff. Ich will nicht meine Rubine verkaufen. Ach, meine Rubine. Meine Edelsteine verkaufen, weil ich weiß, man braucht die für die Kleider abzugraden. Aber egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich suche mir in der Zwischenzeit einen Ort, wo ich kochen kann. Und dann werde ich einfach ein paar Sachen, ein paar Gerichte mal kochen. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.